hier sind Franzi und Ludwig. Wir möchten heute mit euch ein bisschen Sport machen und haben uns dafür verschiedene Übungen zum Krafttraining, Ausdauertraining und Koordinationstraining überlegt. Wir starten mit einem kleinen Warm-up und dann geht's direkt los. Ihr dürft direkt vorm Bildschirm mitmachen. Viel Spaß! Viel Spaß! I was calling out your name, put my eyes on.
cause I thought you were mine, baby. We're safe and sound. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. I follow your heartbeat. Keep on. So, hallo zusammen. Wir wollen jetzt heute mal ein bisschen Krafttraining mit euch gemeinsam machen. Ich mache euch die Übung mal vor, die erste, wir wechseln immer durch. Es gibt 40 Sekunden, machen wir die Übung vor und dann sind 20 Sekunden Pause. Die erste Übung, das ist eine Art Unterarmstütz. Wir können erstmal hier in diese Liegestützposition gehen und hier nach unten, das ist der Unterarmstütz, beziehungsweise schwieriger ist, wenn wir hier auf die Hände gehen und wenn das immer noch zu einfach ist, macht hier noch so Liegestütze. Ich werde beides machen, ihr könnt euch entscheiden, welche Übung ihr machen wollt. Viel Spaß! Den Bauch. Die Hände kommen neben die Schultern und wir machen die Arme und die Beine hoch, ein Stückchen runter, aber nicht ablegen und wieder hoch, ein bisschen runter und hoch und runter, ohne abzulegen. Los geht's! Die nächste Übung, das ist die Kerze, das ist auch wieder eine Kraftübung für den Bauch. Wir legen uns dazu auf den Boden am Rücken hin. Wir gehen mal mit hier den Füßen nach oben und dann drücken wir, die Beine bleiben am besten gestreckt und wir schieben hier immer uns nach oben und nach unten. Machen wir den Wandsitz. Ihr dürft euch da gerne so einen Ball mit dazu nehmen oder auch irgendeinen Gegenstand, den ihr zu Hause habt. Wir gehen dazu hier an die Wand, rutschen nach unten und schauen, dass wir hier wie so einen normalen Sitz haben. Wir sollen hier 90 Grad Winkel haben und wem es dann zu einfach ist, der kann hier auch noch nach oben gehen. Viel Spaß! Wer möchte, dass ich ein paar Gewichte dazu nehme? Ich habe halt Wasserflaschen, egal wie groß die sind, am besten zwei gleich große, also nicht so wie bei mir jetzt. Wer nicht möchte, lasst sie einfach weg. Wir strecken die Arme aus, die Schultern bitte runterlassen, die Arme ausstrecken und wir kreisen. Los geht's!
irgendwas, einen Ball zum Beispiel, wo ihr zwischen den Beinen einklemmen könnt. Wir machen die Übung für die hinteren Oberschenkel. Dazu legt ihr einfach einen Bauch, den Ball zwischen den Füßen ein. Es kann auch ein Rucksack sein, irgendwas Schwereres, wenn euch das zu leicht ist. Und ihr macht hier diese Bewegung. Schritte, das ist gut für die Oberschenkel und für den Po. Stell mich seitlich hin, damit ihr mich sehen könnt. Ihr geht hier immer nach vorne, mit dem Knie fast den Boden berühren und dann wieder nach oben. Immer abwechselnd links und rechts. Viel Spaß! Machen wir die klassischen Sit-Ups. Ich nehme mir da als Hilfe immer ganz gern was her, wo ich mir die Füße unten reintun kann und einspannen kann, dass die nicht hochgehen. Wir machen 10 normale, 5 nach links und 5 nach rechts. Viel Spaß, geht los!
wir die ganzen Muskeln ein bisschen entspannen können und wieder ein bisschen runterkommen. Wir fangen mal an mit dem Arm, mit den Schultern. Wir schauen, dass wir den Arm hier zur Seite nehmen. Die Schulter sollte möglichst tief sein, also nicht hier verkrampft sein, sondern wir wollen sehr entspannen und gesund stehen. Wir wechseln die Seite. Schultern schaut, dass wir möglichst gut nach unten haben. Dann kurz locker. Wir gehen mit dem einen Arm nach hinten. So. Und schieben mit dem anderen Arm hier den Oberarm weg und schieben hier noch ein bisschen unten. Sollte nicht schmerzhaft sein, sollte ein bisschen ziehen und möglichst auch aufrecht bleiben. Wir wechseln. Dann kurz wieder ausschütteln, nehmen eine Hand nach oben, wir dehnen jetzt hier an der Seite, schauen, dass wir ein bisschen hier mit dem Bogen bekommen, das ziehe ich hier seitlich hoch, das sollte nicht schmerzhaft sein, das sollte ein bisschen ziehen und wir gehen zurück und machen das gleiche mit der anderen. Kreisen mal die Schultern ganz langsam nach hinten. Und vorne. Cool. Dann gehen wir zu den Beinen über. Wir fangen an, wir nehmen einen Fuß, winkeln ihn an. Ein Bein stabil stehen. Und schauen, dass wir hier gerade sind. Also der Fuß sollte hier nicht vorgehen oder irgendwie zur Seite, sondern möglichst gerade. Fuß hier hinten. Ausschütteln. Wir stellen den gleichen Fuß so hin und machen hier den Aufzug ein bisschen nach unten. Okay, der Rücken möglichst gerade sein, hier den Winkel so nicht möglichst halten. So die unten und der Knie und der Oberschenkel vielleicht auch ein bisschen in der Wade ziehen. Und wir gehen wieder nach oben. Dann gehen wir nach hinten. Und zwei Schritte. Dann noch was für den Rücken. Wir stellen uns mal hier so hin und machen den Rücken, strecken den mal durch, beziehungsweise machen uns mal ganz rund. Strecken ihn wieder durch. Dann gehen wir einmal nach unten, gehen so ein bisschen auf. Wenn ich runterkomme, dann wird es gar kein Problem, man kann die Beine auch ein bisschen anwinkeln. Und wir rollen uns dann nach oben. Genau. Und zum Schluss nehmen wir noch den Kopf, und den Nacken ein bisschen entlasten und dehnen. Ziehen ihn zur Seite, nur vorsichtig, wir können mit dem zweiten Arm und ein bisschen auch nach unten schieben. Stärkt sich dazu. Und wir schauen auch, dass die Schultern unten bleiben, dass wir hier nicht verkrampft sind. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Den Kopf einmal drehen. Genau, das war's.
trusting